Das war so eine der wenigen Locations, wo mir auch mal der Stift ging. Wo mir wirklich auch mal der Stift ging. Ich wollte noch was ansprechen. Und zwar habe ich viele Nachrichten bekommen zu meinem aktuellen Video. Zum Thema, hast du nicht ab und zu auch mal Angst auf dem Lost Place? Und darüber wollte ich mit euch sprechen. Dazu muss ich vielleicht die Leute mal abholen, die mein neuestes Video noch nicht gesehen haben. Das sollte ich vielleicht einfach mal tun. Dann wisst ihr nämlich eher Bescheid. Und zwar ist es nämlich so, dass das neueste Video auf meinem Kanal dieses hier ist. Plötzlich spielt Musik in diesem verlassenen Ferienpark, lebt noch wer. So, und da gucken wir, glaube ich, mal rein und analysieren mal, ob ich denn auch mal Angst habe. Und da werde ich zwischendrin mal was sagen. Wir gucken jetzt nicht das ganze Video, sondern klicken so ein bisschen durch, aber vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Hier geht das Ganze jetzt los. Also, wir gucken einfach mal rein und ich erzähle euch so ein bisschen was zum Thema Angst auf dem Lost Place, Respekt und Umgang mit Grenzsituationen. Wir fahren gerade zu einer riesigen verlassenen, hoffentlich noch verlassenen Apartmentanlage oder Hotelanlage irgendwo in den Bergen. Aha, okay, das ist schon mal gut. Also wir kommen hier mit dem Auto nicht weiter. Hier steht schon mal Attenzione Privata. Okay, okay, das ist ganz schön gut abgesichert, ne? Also, zusammenfassend, mal kurz am Anfang. Wir sind auf Sardinien. Es ist der letzte Tag unserer Tour. Ich war zusammen ja mit Fritz Meinecke und Adventure Buddy auf Sardinien. Fritz ist an diesem Tag im Hotel geblieben. Der hatte keinen Bock mehr. Und wir haben hier so eine Anlage, die so ein bisschen komisch war. Schon von Anfang an, ne? Überall hier Kameraüberwachung angeblich, 1000 Zäune, schon von sonst wo kam man nicht an diese Anlage dran. Es erschien einem einfach alles etwas merkwürdig. Stacheldraht und so. Ziemlich. Okay, erstmal wenden würde ich sagen und dann suchen wir uns einen Parkplatz und steigen mal aus. Ja. Dahinter war sogar noch ein Tor, krass. Gut, wir probieren die nächste Straße aus. Auch abgesperrt. Da sind wir weit gekommen. Alles abgesperrt gewesen. So, ich gehe einen Ticken vor. Wir sind inzwischen aus dem Auto ausgestiegen, sehen jetzt hier schon mal diese Location. Darum geht es. Eine riesige, anscheinend verlassene Ferien-Freizeitanlage. So ein Riesenkloppo halt, wo du Ferien machen konntest. Mit Apartments, Wohnungen, Tennisplatz, Poolanlage, Restaurant und so weiter. Und wie ihr seht, es regnet, wir haben Regenjacken an. Das erste Mal auf der Insel hier, ein bisschen schlechteres Wetter. Ist aber auch mal ganz angenehm. Schranke ist erreicht. Hier waren wir auch schon kurz mit dem Auto gerade eben. Es steht kein Schild. Es ist halt einfach nur eine geschlossene Schranke und hier an der Seite sieht es ja fast aus wie so ein Weg, so ein Wanderweg. Also nichts gegen zu sagen, hier lang zu gehen, denke ich. Trotzdem irgendwie ein bisschen unbehaglich, gerade weil man die Anlage von hier aus schon so grob erkennen kann. Ne, Kakteen, mega geil auf jeden Fall. So, die erste Sache, die schon mal mir komisch aufgestoßen ist, kommt jetzt. Alter, Leute, hier tut sich gerade, ohne Scheiß, ein übelster Leichengeruch auf. Oder so müllmäßig, wie illegal entsorgt. Ach krass. Okay, da vorne steht einfach ein Container mit unfassbar viel stinkendem Müll. Genau, da war ein stinkender Müll, müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Nervig, wir gehen erstmal weiter. Da ist die Anlage. Boah, Leute, es geht gut los. Hier liegt einfach ein Vogelkadaver auf dem Boden. Überall Ameisen und Fliegen drumherum, die den zerfressen. Und hier geht jetzt die erste kleine Treppe hoch. Alles ranzig, noch nichts Besonderes. Zum Gebäude. Fritz fehlt heute und zu zweit ist es gleich irgendwie gefühlt doppelt so spannend. Stimmt auch, alles doppelt so spannend. So, die ersten Räume haben wir hier erforscht. Die sind alle noch ein bisschen eingerichtet gewesen. War natürlich auch interessant. Ja, ja, tatsächlich. Krass, dann ist das Ganze hier ein ganzes, ein großes Apartment. Also samt Außenküche. Hier sind halt auch gefühlt noch so selbstgesammelte Muscheln von früher. Und dieser ganze Bereich samt der Außenküche gehört irgendwie dazu. Also gucken wir mal, wo wir sonst so lang kommen, weil hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Dafür geht's hier aber. Genau, und jetzt beginnt langsam der Spaß. Wir gehen hoch. Das Ding sah von oben sauspektakulär aus und wir gehen jetzt erstmal hoch zu den nächsten Räumen. So ein bisschen durch den Wald. Das ist alles natürlich eine ganz andere Landschaft als in Deutschland. Ich weiß nicht, was das für Bäume sind. Unter anderem gibt es auf Sardinien Korkbäume und solche Sachen. Es gibt dort ganz viele Geckos, die so überall rumspringen und so Grillen, die zirpen. Eine ganz andere Atmosphäre. Apartment mit verschiedensten Räumen. Ist aber in Einrichtungen hier nicht so viel drin gerade. Also schauen wir uns weiter um. Ja, Leute, guck mal, wie zugewachsen das Ganze ist. Hier sind so viele Bäume. Eindeutig lost, oder Leute? Eindeutig lost. Kann man nichts anderes sagen. So eine Art Dachterrasse zu sein, ne? Das sind jetzt die nächsten Gebäude. Alter, Leute, ist das nicht ein Feigenbaum hier? Das ist ein Feigenbaum. Ich bin mir sicher. Das ist hier ein Feigenbaum. Das sind frische Feigen, aber die sind noch nicht reif. Da vorne steht noch einer.
Und da hinten? Leider keine gegessen, aber ich würde gerne mal. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben eine frische Feige gegessen. Das muss geil schmecken, ey. Aber ich wollte jetzt da nicht am Lost Place eine Feige vom Baum reißen, zumal die noch nicht reif aussahen. Sind noch mehr. Da hinten diese Häuser übrigens, ne? Die Dinger hier, die sind gleich interessant. Die sind gleich interessant. Ferienanlagen. Ja, das ist ein alter Lichtschalter. Und dann haben wir hier Apartment 60 und 59. Hier ist auch eigentlich noch alles drin. Ein Bett, irgendein Schrank, ein Kühlschrank. Sag nicht, hier ist auch noch was drin. Nee. Ganz viele Fliegen oder Maden sind da unten auf dem Boden. Boah. Schmutz. So, haben wir auch gesehen. Und jetzt wird's spannend, Leute. Parkanlage. Ey, der Ausblick. Guckt ihn euch an, egal wie das Wetter ist. Aber der Ausblick dort war anders. Und eine wunderschöne kleine Bucht mit einem Yachthafen, wo man überall die Segelmasten der Segelschiffe sieht. Hier nochmal gut die Anlage insgesamt zu erblicken. Das hier war alles Rohbau. Das hier auch. Da waren wir später noch drin. Die Gebäude sind die unseres Begehrens, würde ich fast sagen. Oder? Wann ist die? Nee, die. Bin mir fast sicher. Und wir sind gerade hier. Nee. Oh, ich bin so außer Orientierung gerade. Wo sind wir denn? Doch, wir sind hier. Ja. Also muss ich dazu was sagen, da hinten übelste Luxusjachten, hier so ein ultra geiler Strand, das hier waren alles so Villen, relativ teure Wohngegend, Berge im Hintergrund und das Ding einfach verlassen, das ist aber auch wieder geisteskrank, wa? So, 17 Uhr, 15.47 Uhr, plötzlich tauchen Stimmen auf. Hallo, siehst du welche? Komm her, komm her, komm her, komm her. Leute, Stimmen. Hier sind noch andere. Die sehen halt, ja. So, und jetzt fängt es an, ne? Die geht die Pumpe. Bum, 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 bum. Du denkst, scheiße, was mache ich jetzt? Und dann musst du einen klaren Kopf behalten und überlegen, in was für einer Situation bist du gerade? Wie kommst du da unter Umständen wieder raus, wenn es gefährlich wird? Wir sind zu zweit, also können uns vielleicht nicht verteidigen, wenn da mehr Leute sind. Was sind das überhaupt für Leute? Hör noch mal genau hin. Ich habe nämlich gleich gesagt, die hören sich nicht an wie Urbexer. Und da haben mir Leute geschrieben und gefragt, wie hört sich denn ein Urbexer an? Naja, ich würde mal sagen, ein Urbexer hört sich so an, dass er halt da ganz entspannt lang geht, sich die Sache anguckt, mal dahin zeigt. Der wird ja dann auch gleich auftauchen. Aber in diesem Falle hat man Musik gehört, man hat eine Diskussion gehört und eher so, als ob dort wirklich Menschen leben würden. Und das kam im Video vielleicht nicht so 100% so rüber. Ich finde, der Unterschied, den kann man schon hören, ob es jetzt jemand ist, der dort rumläuft und einfach sich diese Location anguckt oder ob da Leute in dem Gebäude sind, wo man nicht weiß, ob das Obdachlose unter Drogen stehenden Leute sind, ob das illegal sich dort befindende Leute sind, die mit dem Drogengeschäft was zu tun haben. Sind das einfach nur entspannte Leute, die sich da eingenistet haben? Man weiß das ja nicht. Wer trifft da auf einen? Haben die Hunde? Sind die Hunde bissig? Alles schwierig. Alles sehr, sehr schwierig. Wie verhält man sich da am besten? Hören sich aber nicht an wie Urwechsel. Eher als würden sie jemanden suchen oder so. Da hinten sind irgendwelche Menschen, die sich lautstark unterhalten. Ey, komischerweise finde ich, sieht jetzt dieser Teil auch gar nicht mehr so verlassen aus. Ich weiß, ja. Genau, die hören sich halt so aufgeregt an, ne? Die diskutieren. Wieso Wäscheleien am Balkon, siehst du das? Tatsächlich. Da vorne sind Wäscheleien, da sind auch Wäscheklammern dran und irgendwelche Flaschen stehen auf dem Balkon. Die ganze Anlage da sieht da drüben wesentlich weniger verlassen aus auf den zweiten Blick. Oder meinst du, da haben sich illegal Menschen eingenistet? Vielleicht. Komm erstmal hier mal drüber. Oh, jetzt haben wir erstmal ein bisschen gemacht und getan. Wichtig war dann der folgende Step. Hat man tatsächlich auch einen Blick? Der nicht. Tennisanlage da. Aber jetzt der folgende. Ich weiß, ob wir uns das jetzt überhaupt noch anschauen können. Ja, noch mehr Feigen. Ne? Ich wechsle die Speicherkarte eben. Das ist das Ding. Das hätte ich früher nie gemacht. Aber die Speicherkarte zu wechseln in einer Situation, wo es jetzt ja zeitlich noch ging, ist für mich immer sehr, sehr wichtig, weil es waren bisher alle Aufnahmen auf dieser einen Speicherkarte von der kompletten Tour. Das ist nicht schlau. Aber bisher hat sich keine riskante Situation ergeben. Und ich habe mir gedacht, passt schon. Aber jetzt galt es, das Ding schnellstmöglich zu wechseln und vor allem nicht fallen zu lassen und liegen zu lassen. Das ist mir zu unsicher. Auf dieser Speicherkarte ist die komplette Tour.
Wenn hier was wegkommt, habe ich ein Riesenproblem. Also müssen wir extrem aufpassen, dass diese Speicherkarte sicher in den Rucksack gelangt. Auch so ein Punkt, warum wir vorsichtig waren. Wir hatten Kameras im Wert von 7.000 Euro oder Ausrüstung im Wert von 7.000 Euro mit. Ja, ungefähr. Das will man nicht verlieren. Okay, Leute, Speicherkarte ist gewechselt. Und vor allem will man es nicht an Leute abgeben, die ihn vielleicht mit einem Messer bedrohen. Kommt hier wieder rein. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir machen. Leute, wir müssen irgendwie weiter. Die Mücken zerstechen uns. Nur da hinten scheinen sich illegal Leute eingenistet zu haben. Oder der Teil ist doch nicht verlassen. Wieder Stimmen, aber man sieht nichts. Also man hört nur was, aber man sieht keine Leute. Aber eindeutiger Leute, die sich da wohlfühlen, weil sie lautstark diskutieren. Leute, ich habe jetzt mein Handy einfach mal ausgepackt, dass ihr sehen könnt, wo wir gerade sind. Wir befinden uns hier auf diesem kleinen Anfangsteil der Anlage. Und das Ganze ist halt viel, viel größer. Hier oben gibt es noch einen Pool. Hier unten, wie gerade schon gezeigt, gibt es die Tennisanlage. Auf die hatten wir ja gerade schon einen kurzen Blick. Und hier führen eben verschiedene Zufahrten hin, die aber alle abgesperrt sind. Also ich würde sagen, dadurch, dass das hier von da irgendwie kommt, gehen wir hier durch den Busch zu dem Gebäude, was noch da ist. Ein bisschen höher erstmal, ne? Ja, High Ground. Das haben wir dann auch gemacht. Wir sind höher gegangen, um uns einen Überblick zu verschaffen. Sind weiter, das brauche ich jetzt erstmal nicht zeigen. So, wir sind jetzt auf der nächsten Schiene an Häusern, etwas höher am Berg. Da haben wir, Leute, da haben wir die Tour gestartet. Wir müssen irgendwie versuchen, hier über die Balkonabsperrung zu kommen, damit wir hier hinterblicken können. Jetzt machen wir uns von Balkon zu Balkon weiter, um uns einen besseren Überblick zu sichern. Wir versuchen jetzt hier von Balkon zu kommen, genau, einen Blick darüber zu kriegen, weil Stimmen hat man jetzt auch schon länger nicht mehr gehört. Großbergstour wird, glaube ich, heute nichts mehr. Und mir ging da definitiv die Pumpe, Leute. Ob es Angst ist, keine Ahnung. Es ist vor allem auch man will weiter, man will wissen, was ist da jetzt passiert, ne? Deswegen, wir konnten nicht aufhören. Wir hätten ja auch einfach gehen können, aber es ging irgendwie nicht. Dazu sind wir zu sehr in unserem Element in dem Augenblick. Felix hat einen Wasserkanister gespottet. Großer Wasserkanister dort vorne, Leute. Viel größerer Teil der Anlage. Da oben gehen wir auch noch hin. Den haben wir auch schon von ganz weitem gesehen. Die Stimmen kamen vermutlich hier aus diesem Teil. Jetzt auch noch überall weiter. Und hier unten, dieser Weg hier, der sieht auch einfach zu gut aus irgendwie. Sah alles zu gut aus. So, wir warten jetzt da noch ein bisschen ab und sind dann weitergegangen. Ganz komischer Zaun jetzt. Hier ist aber auch abgesperrt. Das hier ist der größte Teil. Wieso das Hauptgebäude? Warum ist hier das Zaun? Wie selbst gebaut. Es muss ja nicht unbedingt sein, dass der Zaun jemanden abhalten soll, hier reinzukommen, sondern vielleicht auch umgekehrt. Wenn hier wirklich ein Hund sein sollte, dann kann man sich mit Handschuhen auf jeden Fall minimal eher verteidigen als mit blanken Fingern. Ja, safe. Achtung, Scherben. Scherben so, rein da. Da ging schon adrenalintechnisch ein bisschen mehr, weil da wurde es auch gleich richtig stürmisch. Man hat nichts mehr gehört großartig und das hat einem noch mehr ein unheimliches Gefühl vermittelt. Weil die hätten ja auch in dem Gebäude sein können. Wir wussten ja nicht, wie viele sind's. Ist überhaupt noch jemand da? Haben die Hunde? Das Ding mit den Hunden hatten wir auch in meinem Kopf. Wegen des Zauns. Guckt euch mal an, ne? Das ist nur ein Gebäude. Riesig das Ding. Ja, der Zaun war wirklich creepy. Sehr creepy. Und keine Ahnung bis heute nicht, was der soll. Weil rüberspringen hätte man locker können. Deswegen war das so mit dem Hund so realistisch irgendwie. Riesengroß das Ding, ey. Stellen wir uns doch mal die Frage. Wo würde man wohnen, wenn man sich illegal verstecken würde? Doch immer auf dem höchsten Gebäude, in der obersten Etage. Damit man alles im Blick hat, oder nicht? Würden wir bei einer Overnight normalerweise auch nicht anders machen. Ja, safe. So, hier gab es jetzt immer so ein Geräusch. Der Einzige hier. Womöglich haben wir uns da durchs Fenster schon längst gespottet. Komisch, ne? Hier ist auch die Tür zu und so. Hier auch. Das sieht alles irgendwie ein bisschen gepflegter zumindest aus. Ein Ultrawind gerade am Durchpfeifen. Puh. Da pfeift der Bart. Das Gute ist, man kann hier überall raus. Ja. Ich fühle mich hier überhaupt nicht mehr wohl. Boah, ich sehe hier die ganze Zeit jemanden anrennen. Und dann hat es immer so geklimpert.
Hört ihr das im Hintergrund? Mit dem Messer oder so. Oder mit der Machete. Was ist hier? Oh, jetzt sind wir darüber geklettert, um zu flüchten. Flüchten, Leute. Zumindest mal raus aus dem Gebäude. Und das ging da gut tief runter. Sieht jetzt nicht so übelst tief aus, aber war schon gut tief. Rückzug aus dem Gebäude. Der Wind macht es auch noch viel unheimlicher. Alter, ich bin so unter Adrenalin, Leute. Dieser Wind gerade war die Hölle. Diese ganzen Geräusche, du wusstest überhaupt nicht mehr, was ist. Also Leute, wirklich. So, da habe ich dann nochmal zusammengefasst und eigentlich kann man jetzt nur nochmal am Ende die Drohnenaufnahmen analysieren. Euer PJ Adventure und lebt euer Abenteuer, Leute. Ciao. Wir sind wieder runtergekommen, ne? Sieht man, wir sind im Auto. Am Ende sind wir mit der Drohne nochmal über das Gelände geflogen und uns ist eindeutig aufgefallen, dass in der Wohnung, von der wir aus... Hier, das ist das Ding. Glasscheiben sind noch da, man sieht dort drin relativ eine gute Ordnung. Der Boden sieht fast blitzblank geputzt aus. Hier sogar irgendwie, als ob es mal eine Renovierung gab oder sowas in der Art. Wisst ihr, was ich meine? Oben dreht sich noch eine Lüftung. Vielleicht funktioniert die sogar noch. Könnte tatsächlich jemand zu leben schienen. Ganz, ganz komisch, Leute, weil alle anderen... Hier, guck mal, hier ist zwar auch noch ein Fenster, aber es sieht alles längst nicht so gut aus. Mal zurückgehen und das große Ding nochmal angucken. Hier. Hier, in dieser Wohnung, da kam nämlich auch die Lautstärke her. Schade, dass man niemanden sieht. Ich dachte echt, dass man auf der Drohne vielleicht das Glück hat, dass man niemanden sieht. Ich wollte aber auch nicht zu nah daran fliegen. A, weil ich natürlich auch niemanden belästigen will, niemanden ausspionieren will, wenn da jemand wohnt. Und B, möchte ich natürlich auch nicht, dass sie die Drohne schrotten und da irgendwas gegenwerfen. Man sieht aber niemanden, beim besten Willen nicht. Tatsächlich, jemand zu leben schien. Denn nicht nur Wäscheleinen waren dort aufgespannt. Erst dachte ich kurz, dass man hier vielleicht jemanden sieht, aber das sind alles eben, das ist halt nur die Wäsche. Hier hinten dachte ich auch erst, dass es da so bewohnt aussieht, aber nein, dieser Teil ist dann doch wesentlich ranziger. Das sieht alles so ultra sauber aus. Eigentlich voll geil, ne, wenn man so drüber nachdenkt. Auch dieser Teil hier sieht ja viel sauberer aus als alles andere. Guck mal, wie sauber das hier aussieht. Das fällt mir jetzt gerade nochmal auf. Wenn man diesen Balkon hier vergleicht mit diesem hier, sieht das ja fast wie neu gebaut aus. Die Fensterscheiben waren heile und selbst in der Wohnung schien es noch Einrichtungen zu geben. Personen konnte ich bei den Aufnahmen im Nachhinein zu Hause aber nicht erkennen. Ja, wenn ihr da was seht, schreibt es gerne in die Kommentare. Naja, auf jeden Fall eine spannende Sache, eine sehr, sehr spannende Sache. Das war so eine der wenigen Locations, wo mir wirklich auch mal der Stift ging. Tschüss.